So, dann wollen wir uns in die Abschlussphase des zweiten Rennens der diesjährigen Endurance Serie 2014 begeben. Im Bild Michels, einer, der also nicht nur das gesamte Feld anführt, sondern eben auch spezifisch seine LMP1-Klasse sehr klar im Griff hat. Da brennt also mal überhaupt nichts an. 45. Runde, etwa 29 Minuten Restzeit, kein Regen im gesamten Rennen bisher, kein einer Tropfen runtergefallen, also schade, schade. Und, ja, wenn man sich so die Streckenverhältnisse von oben mal betrachtet, es deutet sich auch nichts an. Der Regengott hält zu den Fahrern und hält gegen unser Vergnügungsfaktor. Ja, Michels einer zu zeigen, ist fast ein bisschen fad, weil einfach gar nichts mehr anbrennen kann. Er kann sich ja bald 3 Boxenstops leisten und würde immer noch vorne bleiben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was er sich da an Polster geschaffen hat. Wie schaut es aus bei Kurt Hurt? Der Ersatzfahrer für VLN Driver. Und bleiben wir mal ganz ehrlich bei der Sache. Viel ehrenvoller kann man einen ausgefallenen Fahrer gar nicht vertreten. Also er fährt praktisch fast 1:1 auf dem Level von VLN Driver. Kann das also sehr ehrenvoll hier über die Gesamtdistanz retten. Wird es am Ende wirklich diese zweite Position? Das wäre doch wirklich ein richtig zufriedenstellendes Ergebnis. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Schauen wir nochmal bei Ike vorbei. Gut, wir sehen das schon auf der Karte. Ja, Kamera braucht ein bisschen. Passiert bei ihm relativ wenig. Das wird wohl diese 5. Position werden. Wenn da nicht irgendjemand noch eine andere Strategie auspackt. Den Anzeigen zufolge war er ja vor kurzem in der Box und wäre somit, sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, stopptechnisch eigentlich durch. Also könnte dann bis zum Ende mit den aktuellen Konfigurationen fahren. Brotaufstrich hat Schwierigkeiten, an Andisari wieder heranzukommen. Der Abstand war ja bis zuletzt nicht ganz so groß. Doch etwas anders entwickelt. Schauen wir mal kurz auf den Echtzeitenbildschirm. Oh, jetzt sind doch schon 7,5 Sekunden. Alle Fahrer im Feld haben 2 Stops absolviert. Leider gab es auch bei keinem im Feld eine Veranlassung, an der Reifenmischung etwas zu ändern. Rennen war ich 1. Stop, Rennen war ich 2. Stop. War ich natürlich auch im ersten Stint, bis zum ersten Stop also. Da ist natürlich von den Reifenspielereien keinerlei Taktik notwendig gewesen. Bis hierhin zumindest. Kann ja noch umschwenken. Sieht auch hier jetzt ein bisschen diesig aus. Will es einfach noch nicht aufgeben. Es sind doch noch 25 Minuten. Und die Sonne ist auf jeden Fall mal weg. Der Himmel zeigt jetzt doch eine durchgehende Wolkendecke. Soll es jedoch noch zum Regenspektakel in Belgien kommen?
Das könnte natürlich nochmal einen richtigen Spannungsbogen aufbauen, aber im Moment ist es zwar ein bisschen diesig, aber deutet sich noch nichts an, was richtig gehend gefährlich werden könnte. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Von der Boxenstrategie ist es zwischen Brotaufstrich und Anisari relativ ausgewogen. Ich hatte gerade gesehen, dass da bei Anisari auch schon der Tank relativ leer ist. Gemessen an 24 Minuten Restzeit weiß ich nicht, ob man das bis zum Ende durchfahren kann. Vorne links hat auch nur noch 7 von 10 Punkten. Das ist also schon etwas schwammig fahren. Also dieses Diesische gibt mir doch die leichte Hoffnung, vielleicht auch noch Regentropfen zu erleben. Mache ich jetzt mal Folgendes. Ansicht, das habe ich gesucht. Gehen wir mal in die Motorhaubenperspektive. Wird da vielleicht eher einen Einblick bekommen, ob sich da noch Regen andeutet. Schalten wir mal so ein bisschen durch. Viele Fahrer sind ja auch an verschiedenen Punkten der Strecke. Das wird schon ein bisschen rutschig, also. Hoffnung lebt noch. Obwohl es natürlich bei vielen nach über 1,5 Stunden Fahrzeit ganz schöne Sorgenfalten auf die Stirn bringt. Da müsste man jetzt ja nochmal extra Reserven, Konzentration auspacken. Der Wunsch nach sorgenfreien 22 Restminuten wäre dahin. Also scheint mir im Moment noch keine Feuchtigkeit zu sein. Es ist vielleicht einfach die Streckentemperatur, die sich relativ weit unten bewegen dürfte. Da spendet also der Gummi dann keine so große Haftung vor. LMP-Fahrzeuge hier relativ nervös. Also schon eine gesonderte Herausforderung, jetzt hier in den letzten 22 Minuten dieses zweiten Rennens. Ich kann sagen, zweiten Rennens. Wollen wir auch mal vorausschauen, was uns noch so erwartet dieses Jahr. Es geht weiter am 20. Juli, also 7. Monat, auf Abrico Hill. 7. September Nürburgring GPF, 28. September Le Mans in der 2013er Variante und das Finale am 16. November 2014 auf oder in Mount Panorama. Insgesamt also 6 Stationen, heute ist erst einmal die zweite. Kann und wird Sicherheit noch eine ganze Menge passieren. Rotauftrisch hat er jetzt hier vor sich, wollen wir mal an die Ursprungskamera zurückwechseln. Es ist leicht diesig, es ist so ein echter Hauch von Nebel in der Luft, aber es will einfach nicht die Wolkendecke aufreißen. Nochmal zur Erwähnung, wenn ihr vielleicht nicht so das Interesse hattet, alle Parts anzuschauen, das ist auf jeden Fall der letzte Part. Das heißt, was auch immer passieren wird, wir bleiben hier drauf, bis wir ein Ergebnisbild eingeblendet bekommen. Immer vorausgesetzt, dass wir dafür nicht bis Weihnachten 2098 warten müssen. Aber das ist, denke ich mal, nicht zu erwarten. Für Ike.
geht irgendwie nach vorne nichts mehr. Er hat jetzt Anisari, also den Führenden der GT-Klasse, hier gerade in der Spitzkarre überholt. Aber für ihn spezifisch ist da gar nichts mehr zu tun. Einen enormen Rückstand jetzt auf Cannelloni, Elias, Kurthurt, von Michels einer gar nicht zu sprechen. Wollen wir nochmal schauen. Michels einer. Abstände. Schauen wir mal auf Speedy 2000, dem Sieger vom Silverstone-Rennen der Online-Simracer-Meisterschaft 2014. Hat er die Strecke mal gekonnt ausgefahren. Man sieht das auch so ein bisschen bei ihm. Leichte Instabilität. Die meines Erachtens so ein bisschen auf die Streckentemperatur zurückzuführen ist. Feuchtigkeit will hier im Moment noch nicht auf die Strecke prasseln. Es deutet sich nicht hundertprozentig an, dass es doch noch passieren sollte. Gaststarter in der GT-Klasse ist er im Moment ja Vierter und würde damit ein weiteres sehr schönes Ergebnis einfahren. Auch als Nicht-Sieger kann man siegen. Blöder Satz, stimmt aber trotzdem. Gewinnt hier immer mehr an Erfahrung, Einschätzungen. Ja, und zuletzt macht es ihm hoffentlich auch Spaß. 2 Stunden ist natürlich schon eine gewaltige Distanz. Und sehen wir das, was wir sehen? Sehen wir das, was wir sehen? Wir sehen Regentropfen auf der Strecke, meine Damen und Herren. Wir sehen Regentropfen, Ansicht ändern, Motorhaubenperspektive. Kommt es hier wirklich noch zur Regenschlacht von Spa-Francorchamps? Immer noch 0% Streckenfeuchtigkeit. Wir sehen auch, es hat nur leicht getröpfelt. Oh, da muss ich mich ja gerade nochmal umrichten oder umparken. Das kann das Ganze hier aber nochmal komplett durcheinander bringen. Nehmen wir da Michels einer vielleicht mal raus, weil der einfach enormen Vorsprung hat. Aber jetzt geht's hier wirklich los. In den letzten 16 Minuten des Rennens beginnt es hier zu regnen. Und Leute wie ihm, Speedy, die jetzt durchgefahren sind, müssen ja mindestens noch etwa 2 Minuten mit sich zunehmender Streckenfeuchtigkeit leben. Heieieiei. Und sind die GT-Fahrzeuge noch halbwegs gut zu kontrollieren, sind die ohnehin recht zickigen LMP-Fahrzeuge jetzt sehr, sehr am Schwimmen. Das kann nicht nur sinnbildlich gemeint sein, je nachdem, wie feucht es wird. Etwas unglaubwürdig, dass hier 0% Streckenfeuchtigkeit angegeben ist. Sehen wir doch, der Regen ist wirklich da. Noch nicht in voller Montur. Vielleicht kommt er auch gar nicht in voller Montur. Aber auf jeden Fall nimmt er einen Fuß. Rotaufstrich auch wieder vorbei an Anisari. Ganz verpasst hier. Durch die
Begeisterung des einsetzenden Regens. Komm, Kamera, lass uns nicht hängen. Wie gesagt, ich kann dieser Einblendung irgendwie nicht ganz glauben. 0% Streckenfeuchtigkeit. Erinnert mich so ein bisschen an die Kommentierung des letzten Meisterschaftsrennens, wo man mir verkaufen wollte, dass trotz stellenweise 100% Streckennässe kein einziger Fahrer auf Regenreifen gewechselt hätte. Alle sind laut der Einblendung mit rennen Weichreifen gefahren. Und so möchte ich auch diese Anzeige hier eine gewisse Unkorrektheit angreifen. Ach, 1% Streckennässe wird jetzt zumindest verbucht. 2. Oh, jetzt geht's aufwärts. Die letzten 14 Minuten des Rennens samt der Restrunde, die dann nach diesen 14 Minuten noch zu fahren ist, werden hier den Fahrern nicht geschenkt. Und wir sehen schon erste Indizien dafür, erste Hinweise, dass der Regen doch sehr unangenehm wird. Die Regenschlacht hat begonnen. Schauen wir mal in die Führungsriege hinein an den zweitplatzierten Kurt Hurt. Wenn auch die Kamera immer mal ein bisschen schneller umschwenken würde. Jetzt, wo sekündlich die Prozentzahl steigt. Er hat sich gedreht, oder? Die Kamera zeigt es uns zwar nicht, aber Kurt Hurt hat sich gedreht. Bei der Einfahrt in die Box ist auf jeden Fall nicht alles glatt gegangen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir zu sehen bekommen, wie er reagiert. Ja, interessanterweise steht bei uns gar keiner bereit. Wollen wir mal hoffen, dass es bei ihm anders dargestellt wird. Ist ja auch ein Problem der Vergangenheit. Dass da oft ja gar kein Boxenstopp durchgeführt wurde oder einem Reifen nicht angeboten wurden, wie auch immer. Kurt Hurt draußen, laut der Einblendung, wieder mit Rennen weich. Ich kann ihm nicht so ganz Glauben schenken. Bei 50% Feuchtigkeit riskiert man das da wirklich? Mit einer Reifenmischung herauszufahren, die kaum Profiltiefe hat. Und Elias hier komplett außer Kontrolle. Der Drittplatzierte. Wie gesagt, das kann das ganze Rennen nochmal ummünzen. Da können Leute, die hier seit 50 Runden nur hinterherfahren, ihre dicken Chancen bekommen. Elias ist mehr als am Straucheln. Schwimmt hier wie auf einem Segelboot ohne Ruder. Und das sind ja fast Standzeiten, die jetzt hier verbucht werden. Und das wird längst nicht nur er sein. Schalte jetzt mal so ein bisschen wild durchs Feld. Wer ist an der Box? Nehmen wir beispielsweise das Baby mal mit. Wie gesagt, die Reifenanzeige müssen wir so ein bisschen ankreiden. Oder eben im Hinterauge behalten, dass die Möglichkeit besteht, dass uns hier nicht die Wahrheit angezeigt wird. Eher angeblich mit Rennweichreifen, also naja. 100% Streckennässe. Nicht vorstellbar, dass hier einer in der Boxenstopp versucht, mit Rennreifen zu fahren. Wildes Gemenge natürlich in der Box. Jetzt mal aus der Sicht von Smedyline, der gerade herausfährt. Auch bei ihm wird nichts anderes angezeigt, was die Reifen anbelangt. Und es sind ja nur noch 10 Minuten. Jetzt also die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal komplett abtrocknet, eigentlich fast gegen Null.
Selbst wenn der Regen jetzt langsam aussetzen würde, es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis das wieder abtrocknet. Ja, wie gesagt, Reifenanzeige scheint mir da nicht hundertprozentig synchronisiert zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit den Rennreifen noch derart stabil unterwegs sein kann. Hier kann er jetzt ein Herausrutschen verhindern, was ja dann auch eben voraussetzt, dass eine entsprechende Profiltiefe gegeben ist, die ein gewisses Gripniveau trotz dieses Regens ermöglicht. Also nicht glaubwürdig. MF Berlin steht hier komplett quer. Wartet fairerweise erst einmal, bis das Feld vorbeigezogen ist. Kamera lässt uns leider hängen. Fährt er überhaupt nochmal weiter, ist jetzt die Frage. Scheibenwischer arbeitet ohne Ende. Aber er scheint hier fast aufgeben zu wollen. Viel zu verlieren hat er nicht. Letzter werden kann er nicht, das ist schon Anni 89. Der natürlich immer noch in der Box steht. Schauen wir vielleicht auch mal auf Michels einer. War ganz offensichtlich noch einmal an der Box, um sich neue Reifen zu holen. Und auch er hat erkennbar Schwierigkeiten damit. Boah, das zeigt aber auch mal dieses Talent, das er da mitbringt. Das Auto an solch einer Stelle noch einmal abzufangen, wenn es komplett ausbricht. Sonst riskiere ich jetzt mal kurz den Echtzeitenbildschirm. Wie gesagt, laut der Einblendung alle mit Rennweich. Also entweder hatten sie nicht die Möglichkeit, ihre Regenreifen zu wählen. Oder, ich sag einfach mal plump, die Einblendung ist falsch. Nie und nimmer versucht man bei 100% Streckenlässe hier jetzt noch mit Rennreifen zu fahren. Und Kurt Hurt offensichtlich auch überrundet worden von Michels einer in der Zwischenzeit. Fernab der Kameras, und das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist einfach zu herb im Beigeschmack, dass der Zweitplatzierte des Rennens vom Führenden überrundet wurde. Ja, da sind die Bremspunkte plötzlich alle passé. Da muss man sich ganz neue Erfahrungswerte bilden. 6,5 Minuten etwa verbleiben noch. Ist doch noch eine Regenschlacht geworden. Erste Opfer sind zu verbuchen. Rot aufgerisch allerdings doch wieder in Führung jetzt bei der GT-Klasse. Weit weg ist der Andi Sari. Können sie auch über den Regen hinweg beisammen bleiben? Ganz offensichtlich nicht. Konnte sich Andi Sari absetzen. Dann ist Brotaufstrich vorbeigezogen, dann hat der Regen begonnen. Jetzt ist Brotaufstrich weg. Also, die äußeren Einflüsse wirken sich doch stellenweise aus. Aber was für eine Anspannung jetzt auch unter den Fahrern. Man ist doch erschöpft jetzt von fast 2 Stunden Fahrt und muss alles nochmal mobilisieren, muss es fast ausblenden. Brotaufstrich hier kann Andrea gerade noch so verhindern. Rumpelkrieger. Zwar in der gleichen Klasse, während Brotaufstrich sich hier wegdreht. Allerdings überrundet, keine Gefahr für ihn. Das ist allerdings eine Chance für Andi Sari. Wie gesagt, welche Reifenmischung jetzt wirklich hier an dieser Stelle gefahren wurden, muss man im Nachhinein klären. Andi Sari ist wieder da. Brotaufstrich ganz offensichtlich. Vielleicht sogar wirklich mit Regenreifen. Mit Rennreifen.
gegenüber Andisari hatte doch deutlich mehr Probleme. Ja, das hat man eben nicht ganz so häufig, dass man bei Regenverhältnissen Erfahrungswerte sammelt. Das Dream Team ist wieder da. Rotstrich und Andisari, wie in Runde 1, hängen sie auch 49 Runden später beisammen. Und das im ärgsten Regen, den man sich vorstellen kann. Eieieiei, Brotaufstrich. Da bricht ihm das Auto komplett aus. Kann es allerdings wieder gut abfangen. Also man merkt jetzt auch endlich mal, was da für fahrerische Leistungen dahinter stecken. Die Strecke schwimmt. Und die Fahrer können dennoch sehr couragiert durchfahren. Eik auch hinter DTM-Renner zurückgefallen. Sehr, sehr spannende, nervenzerrende Phase. Vor allen Dingen natürlich für die Fahrer. Wie gesagt, es sind fast 2 Stunden gefahren. Wenn wir die Qualifikation mit reinrechnen, sind es schon über 2 Stunden. Und Brotaufstrich hat hier mehr als zu kämpfen. Es scheint fast eine entschiedene Sache für Andisari, der hier deutlich besser zurechtkommt. Er strauchelt irgendwie überhaupt nicht. Kleiner Quersteher, okay. Aber man merkt irgendwie, er fühlt sich sicher damit. Also er kommt zurecht. Bei Brotaufstrich scheint so ein bisschen das ganze System auseinander zu klappen. Da hat man nicht den Eindruck, dass da ja eben schon viel Erfahrungswerte aus Regenrennen vorhanden sind. Unter 3 Minuten Restzeit. Weiterhin 100% Streckenfeuchtigkeit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das Rennen unter feuchten Bedingungen beenden. Hier ist jetzt weit zurückgefallen. Hat man gesehen, der kommt überhaupt nicht zurecht damit. Mensch, war er Zweiter, war er Dritter. Aber jetzt auf jeden Fall muss er aufpassen, dass das ihn nicht ganz weit zurückrangiert. Eieieiei, das meine ich. Wie gesagt, das sind so schon giftige Fahrzeuge, diese LMP1-Fahrzeuge. Dann jetzt noch diese schwimmende Strecke. Oh weh, oh weh. Schauen wir mal auf die Echtzeitenansicht, wie sich die Rundenzeiten verändern. Stellenweise über 3 Minuten Rundenzeit. Sagen bei den LMP1-Fahrzeugen so 2,33 etwa und bei den GT-Fahrzeugen so 2,48 im Schnitt. Man hält so ein bisschen die Luft an, dass nichts weiteres passiert. Im Moment würde Andisari das ganze Geschehen der GT-Klasse für sich entscheiden und Michels Einer das Geschehen der LMP1-Klasse. Letzte halbe Minute, wie gesagt, die angefangene Runde zählt jedoch noch bis zur Zieldurchfahrt. War es zumindest beim letzten Meisterschaftsrennen, wird sich wohl nicht verändert haben. Schauen wir auf Michels Einer. Ja, für ihn könnte es ja kaum besser laufen. In 8 Sekunden ist die Rennzeit fertig. Und er muss nur noch den letzten Abschnitt hier überleben. Hat aber auch
sichtlich zu kämpfen damit. Hier steht jetzt einer hier. Dennoch von A bis Zink ist das ein ausgezeichnetes Rennen von ihm geworden. Da gibt es gar nichts zu meckern. Auch der Regen hat ihn jetzt nicht so durcheinander gebracht, dass da irgendwas anbrennen würde. Wir halten fest, nach mehr als 2 Stunden Rennen siegt Michels Einer in der LMP1-Klasse. Andisari wollen wir jetzt nochmal anschauen. Rotaufstrich sogar hinter Speedy zurückgefallen. Hinter Magic Cottons! Soll man es dann glauben? Das kann ja nochmal ein richtiger Totalabsturz auf die letzte Runde werden. Magic Cottons hat sich jetzt allerdings ein bisschen quergestellt. Kommt jetzt sogar ins Kiesbett, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Muss er gucken, so alt da. Nicht großartig behindert. Mann, ist das eine Spannung auf die letzten Meter. Bei der GT-Klasse wird also nach abgeschlossenen 52 Rennrunden das Ganze hier entschieden. Das aus der Perspektive von dem Führenden. Und wie gesagt, Andisari fährt sehr stabil. Krieger ist keine Gefahr für ihn. Er hat das vollkommen richtig gemacht, hat ihn ziehen lassen, will sich da gar nicht groß noch beeindrucken lassen. Er weiß, ihm kann nichts passieren, er ist viel zu stabil jetzt in dieser Regenphase gefahren. Also hoch beeindruckende Vorstellung von Andisari, gerade hier in dieser Regenschlacht. Man hatte die ganze Zeit den Eindruck, es könnte ein paralleles Finish werden. Eben mit dem Rotaufstrich, der jetzt weit zurückrangiert wurde. Andisari gewinnt also die GT-Klasse im zweiten Lauf hier in Spa-Francorchamps. Und hier diese Paralleleinfahrt, die letzte Schikane mit Elias, der Vierter wird. Speedy, der Zweiter wird in der GT-Klasse. Eik wird Fünfter. Cannelloni damit also auch auf dem Podest. Ja, und in 8 Sekunden wird hier eh die Rennanwendung abgebrochen. Deshalb belassen wir es dabei. Wir werden dem Ergebnis nochmal unsere Kenntnis entnehmen. 2 Stunden. Ja, war eine kurze Einblendung, kann man gar nicht mehr viel zu sagen, war viel zu kurz. Aber gut, wir haben ja eigentlich alles Wichtige gesehen. Und ihr werdet mit Sicherheit auch nochmal ein Ergebnisbild auf onlinesimracer.de zu Gesicht bekommen können. Das konnte ich jetzt leider nicht beeinflussen, dass das Ergebnis derart kurz eingeblendet wurde. Aber auf jeden Fall hat Michels Einer die LMP1-Klasse gewonnen. Und Andisari hat souverän durch die Regenschlacht seine erste Position in der GT-Klasse abgesichert. Ja Mensch, also es ist doch dann noch alles eingetreten, was man sich wünschen konnte. 20.11 Uhr am 25. Mai 2014 ist jetzt die reale Zeit, an der das Ganze jetzt zu Ende gegangen ist. Das war auf jeden Fall ein schönes Ende. Ansonsten war das Rennen ja eh von A bis Zink eigentlich sehr schön anzuschauen, hat viel Spaß gemacht, wurde eigentlich überhaupt nicht langweilig, es ist immer irgendwo was passiert. Von daher bin ich sehr auch auf eure Reaktionen gespannt, wie euch das Ganze gefällt, jetzt auch aus der neutralen Kommentatorensicht, sage ich mal. Wird man ja auch als aktiver Fahrer nochmal einen anderen Einblick bekommen in das Ganze. Ja, und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Auf eure Reaktion, also bitte zahlreich Resümee passieren lassen, könnte man sagen. Also lasst uns an eurer Meinung, Einschätzung teilhaben. Wir freuen uns darauf.
egal ob es positiv oder negativ ausfällt. Ja, wie gesagt, die weiteren Termine hatte ich angesprochen. Wollte ich gerade nochmal schauen. Der nächste ist dann am 20. Juli, also 20.07.2014. Apricot Hill steht da auf dem Plan. Und ja, auch schon nächstes Wochenende, am 1.06. ist ja dann der nächste Lauf der Meisterschaft in Monza. Auch darauf dürfen wir uns freuen. Es gibt also eine ganze Menge Programm, wie ihr es gewohnt seid. Und damit möchte ich mich dann auch schon in aller Ruhe von euch verabschieden. Hat eine ganze Menge Spaß gemacht und ja, was soll ich sagen, es kann so weitergehen. Viel Spannung war dabei, viel Spaß war dabei, also kann man ganz neutral sagen, es war eine geile Kiste und ich hoffe und wünsche mir, dass es genauso weitergeht bei den nächsten Rennen und Events. So, dann schließen wir diesen Aktenkoffer und freuen uns also dann, wie gesagt, am nächsten Wochenende auf den nächsten Meisterschaftslauf und am 20. Juli dann auf den dritten Lauf der Endurance-Serie. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, womöglich ja bei allen 5 Parts, die es ja dann insgesamt sind mit der Qualifikation. Und dann wünsche ich euch einen schönen Wochenein- und Ausklang, wie auch immer, und freue mich, wenn ich euch dann beim nächsten Mal wieder als Kommentator zur Verfügung stehen darf. Dann also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.